Schönen guten Abend aus dem Gerhard-Hanapi-Stadion. Meine Damen und Herren, nur rund 14.000 Zuschauer unterstützen Rapid bei dieser schwierigen Aufgabe gegen Dynamo Dresden. Das ist eine leichte Enttäuschung vor diesem Match, das Hanapi-Stadion nicht ausverkauft. Hier sehen Sie die beiden Mannschaftskapitäne von Rapid, Hans Krankl, und von Dresden sehen Sie Hans-Jürgen Dörner. Ich gebe Ihnen zuerst die Aufstellungen und dann komme ich noch einmal darauf zurück, wie schwierig diese Aufgabe für Rapid ist. Rapid spielt mit Feurer im Tor, mit Nummer 2 Leiner, mit Nummer 3 Gager, mit Nummer 4 Brauneder, mit Nummer 5 Weber, mit Nummer 6 Wilfurt, mit Nummer 7 Kreintscher, mit Nummer 8 Panenka, mit Nummer 9 Krankl, mit Nummer 10 Brucic und mit Nummer 11 Backhult. Also bis auf Panenka, der Gröss ersetzt, die gleiche Aufstellung wie in Dresden. Und Dresden hat genau die gleiche Formation wie beim ersten Spiel, nämlich 1 Jakubowski, Nummer 2 Trautmann, Nummer 3 Dörner, Nummer 4 Schuster, Nummer 5 Döschner, Nummer 6 Häfner, Nummer 7 Stübner, Nummer 8 Pilz, Nummer 9 Kirsten, Nummer 10 Minge und Nummer 11 Gütschow. Der Schiedsrichter, der diese Begegnung soeben anpfeift, kommt aus Frankreich und heißt Alain Delmer. Rapid spielt von links nach rechts. Rapid spielt mit drei klassischen Sturmspitzen, mit Kreintscher, mit Krankl und mit Backhult. Rapid will von Beginn an Druck machen. Rapid will vom taktischen Konzept her jedes Risiko auf sich nehmen, will ein Hopp- oder Drop-Spiel hier den 14.000 Zuschauern zeigen. Hopp oder Drop heißt entweder aufholen oder einfach mit fliegenden Fahnen untergehen. Der Boden hier im Gerhard-Hanapi-Stadion ist tief, ist konditionsraubend, kommt wahrscheinlich der defensiveren Mannschaft entgegen, jeder Mannschaft, die das Spiel nur zu zerstören braucht und die es nicht konstruktiv aufbauen muss, so wie es die Aufgabe für Rapid heute hier ist. Das ist Kreintscher. Kreintscher für Backhult. Backhult halb rechts als Sturmspitze gedacht, Krankl halb links, und zwischen diesen beiden Sturmspitzen soll Kreintscher, Zlatko Kreintscher, der Mann mit der Nummer 7 sozusagen, rotieren, soll immer wieder dort in die Löcher hineinstoßen und soll hier versuchen, für Rapid Torchancen mit herauszuholen. Das ist Jakubowski, der routinierte Tormann von Dynamo Dresden. Wie schwierig die Aufgabe ist, kommt schon aus einer kleinen Bilanz heraus. Ich habe nachgeschaut, Rapid ist es bisher im Europacup 8-mal gelungen, einen 3:0 Erfolg oder einen höheren Erfolg als 3:0 herauszuholen, und das immerhin in bisher 48 Heimspielen. Das ist heute das 49. Heimspiel von Rapid im Europacup. Für alle, die vielleicht nicht ganz genau informiert sind, was braucht Rapid? Rapid muss ein 0:3 aufholen. Bei einem 3:0 gäbe es hier eine Verlängerung, und sollte in der Verlängerung kein weiterer Treffer fallen, dann käme es zu einem Elfmeterschießen. Also das Minimum ist ein 3:0 Erfolg. Dann steigt Rapid in die nächste Runde, also in das Semifinale des Europapokals, der Cupsieger auf. Das ist Krankl und Tor, aber der Schiedsrichter hat vorher, glaube ich, abgepfiffen und entscheidet auf Elfmeter. Das ist ein Beginn, wie in Rapid nur erträumen konnte. Nach genau 2 Minuten und 50 Sekunden Elfmeter. Und für diesen Elfmeter hat Rapid Antonin Panenka. Ja, lieber wäre es mir gewesen, nach dieser Zeitlupe hätte der Schiedsrichter dieses Tor von Krankl gegeben, denn über diesen Elfmeter, über den lässt sich mehr als streiten. Sie haben es wahrscheinlich auch ganz deutlich gesehen, wie da Peter Backhult geflogen ist. Immerhin Elfmeter. Und das zählt. Und Panenka und an die Stange. Und im Nachschuss verwertet von Peter Backhult. Backhult hat im Nachschuss hier dieses 1:0 für Rapid erreicht. Peter Backhult. Und Sie haben gesehen, wie sich die Rapid-Spieler tummeln. Sie wissen, jetzt haben sie die Chance zurückbekommen. Noch einmal, Antonin Panenka.
Ganz platziert an die Stange und da kommt Peter Backhol. Und Rapid führt mit 1:0. Ein Traumstart nach diesem enttäuschenden 0:3 von Dresden. Und man kann sagen, jetzt erst beginnt diese Aufholjagd. Kreintscher. Ja, dieses 1:0 hat die Situation von Rapid sprunghaft verbessert. Wie wir in der Zeitlupe gesehen haben, der Schiedsrichter hat sich täuschen lassen. Der Franzose Alain Delmer hat sich in dieser Situation ganz eindeutig täuschen lassen, aber es wäre ohnehin ein Treffer geworden und zwar sehr schnell durch Hans Kranke und nicht dann erst in dieser Verzögerung nach diesem Schuss an die Stange von Panenka und dem Nachschuss von Baku. Bucic hat Stübner, diesem jungen Talent von Dynamo Dresden, den Ball abgenommen und Bucic treibt das Leder Richtung Tor von Dynamo Dresden. Kranke, Kranke, noch immer Kranke. Schuss von Kranke und der Tormann wehrt zur Ecke. Jakubowski zur Ecke. Und man hat in diesem Solo auch von Hans Kranke gesehen. Rapid mit einer ungeheuren Aggression. Die Mannschaft ist zum Äußersten entschlossen. Das hat man in den ersten Minuten ganz deutlich gesehen. Panenka schießt den Eckball, kurze Abwehr und da hat jetzt Pilz den Ball nur weggeschlagen. Leiner kommt. Wir haben die Rapidler und vor allem Backhult ein Handspiel reklamiert. Linienrichter unterstützt den Schiedsrichter und hat den Freistoß für Rapid angezeigt. Herbert Weber, er hat die Aufgabe, ins Mittelfeld vorzustoßen, sich in die Angriffe einzuschalten, das tut er auch jetzt. Von Bucic für Kranke, da hilft Gücho hinten aus. Dynamo Dresden möchte natürlich jetzt die Nerven behalten, möchte Zeit gewinnen. Dieses 0:1 nach 3 Minuten, das hat bestimmt der Mannschaft zu schaffen gemacht. Foul von Kranche wird entschieden und zwar Foul an Schuster. Schuster ist der linke Verteidiger. Schuster spielt auf Kreintscher. Dann spielt Döschner an und für sich der linke Verteidiger auf Backhult. Und Trautmann, jener Mann, der in Dresden das so wichtige 1:0 erzielt hat, er nimmt sich Hans Kranke an. Als Libero in der Verteidigung fungiert Hans-Jürgen Dörner, der Routinier von Dynamo Dresden. Und wieder kommt Weber. Gut gemacht auch von Leiner. Wilfurt zur Mitte und Kranke. Gefährliche Angriffe von Rapid in der Anfangsphase. Einwurf von Brauneder, auch ganz offensiv der linke Verteidiger von Rapid.
wieder Wilfurt. Abgewehrt von Dörner. Und Brauneder. Solo war das jetzt von Brucic. Noch einmal Brauneder. Und Kreintscher hatte schon den Kopf für diese Flanke parat. Noch einmal Brauneder. Und wieder Eckball. Der dritte Eckball für Rapid und man kann mit dem Angriffsgeist von Rapid in diesen ersten 10 Minuten zufrieden sein. Mit Nummer 10 haben Sie gesehen, Minge bei Hans Krankl im eigenen Strafraum, also die Sturmspitze von Dresden. Abgewehrt jetzt von Minge. Panenka. Jakubowski hat Mühe. Leiner. Krankl. Dörner. Aber Dresden bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Gaga jetzt wieder für Brucic. Brucic. Bisschen zu weit. Bisschen zu weit. Diese Flanke von Brucic. Und damit wieder Atempause für Dynamo Dresden. 1:0 steht es für Rapid. Insgesamt allerdings noch 1:3. Man muss ja diese beiden Spiele, Hin- und Rückspiel, als ein großes Match betrachten. Dieses Rückspiel hier als die zweite Spielhälfte sozusagen. Und diese zweite Spielhälfte hat Dynamo Dresden mit einem 3:0 Vorsprung begonnen. Panenka. Brauneder, sehr offensiv, wieder Panenka. Und Weber. Brauneder. Schiedsrichter entscheidet auf Eckball. Ja, und dass Antonin Panenka wieder in dieser Mannschaft spielt, das hebt natürlich die spielerische Kraft von Rapid. Panenka. Noch einmal Panenka. Und Abstoß vom Tore von Jakubowski. Dynamo Dresden, oftmaliger Meister der DDR, im Augenblick hinter Dynamo Berlin an der zweiten Stelle. 3 Punkte Rückstand, zuletzt in der Meisterschaft gegen einen Mittelständler, gegen Erfurt. Ein 3:3 auswärts dabei. Ging Dynamo Dresden allerdings mit 2:0 in Führung. Foul war das an Ulf Kirsten. Foul von Weber und Freistoß für Dynamo Dresden. Dynamo Dresden ist eine Polizeimannschaft. Allerdings die Fußballer sind keine Polizisten, sind durchwegs Sportstudenten oder freigestellt eben als Fußballer. Mir hat man in Dresden gesagt, 10 Polizisten arbeiten dort, damit einer Fußball spielen kann. Dörner und Feierer und Glück gehabt. Und noch einmal. Und noch einmal Glück gehabt. Riesenglück jetzt. Mächtiger Freistoß von Dörner. Dann an die Stange geköpft. Wir sehen das jetzt noch einmal. Wird kurz abgespielt. Da kommt Dörner. Feierer springt der Ball von der Brust. Auf der Linie dann noch kurz abgewehrt. Sehr gute Aktion war das auf der Linie von Leo Leiner. Und nach dieser Aktion darf sich Rapid über mangelndes Spielglück bisher nicht beklagen. Mit einem Elfer mal das 1:0 und jetzt beim ersten gefährlichen Angriff von Dynamo Dresden Riesenglück.
Freistoß durch Weber. Ja, die Verteidigung muss natürlich entblößt sein. Bei dieser Offensivkraft von Rapid muss natürlich in der Abwehr einiger Angriffsraum für Dynamo Dresden entstehen. Ja, das merkt man jetzt auch in den Aktionen von Rapid. Dieser Freistoß von Dörner und der anschließende Kopfball von Minge, der ist dann Rapid nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Bisschen der Schock in die Knochen gefahren. Wieder Minge. Da kommt Dörner. Zum ersten Mal haben Sie jetzt Rainer Häfner gesehen. Wieder Dörner. Wieder Schuss von Dörner. Und das wurde nur ein Roller und der machte Herbert Feurer im Tor von Rapid keine Mühe. Brucic. Brucic für Backhult. Ja, das ist jetzt Brauneder. Brauneder. Brauneder für Garga. Kopfball von Backhult. Kranke. Kranscher. Und Einwurf für Rapid. Linienrichter hat hier ein Foulvergehen gesehen und Freistoß für Rapid. Und da ist wieder Antonin Panenka. Die Mauer muss zurückweichen, steht nicht 9 Meter vom Ball. Panenka. Und 2:0 für Rapid. 2:0 für Rapid. Ein sensationeller 2:0 Vorsprung für Rapid. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es Leo Leiner. Leo Leiner, der hier diesen Kopfball geschossen hat. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Panenka. Ja, und da sehen wir es ganz deutlich. Leo Leiner. Das 2:0 aus einem Kopfball. Das Ganze passiert in der 17. Spielminute. Was heißt passiert? Das Ganze hat sich ereignet in der 17. Spielminute. Und Rapid hat von diesen 3 Toren bereits 2 aufgeholt. Nach einer Freistoßflanke von Antonin Panenka, Leo Leiner, das 2:0. Nicht einmal ein Viertel der Spielzeit haben wir hinter uns und Rapid hat 2 der 3 Treffer bereits aufgeholt. Jetzt bestehen natürlich berechtigte Hoffnungen, dass dieses kleine Wunder von Hütteldorf heute hier Wirklichkeit wird. Kreintscher. Kurz abgewehrt von Schuster.
Ja, der Leo Leiner, von dem man so oft behauptet, dass er im Abschluss Schwächen zeigt, vor allem bei seinen Flanken und auch als Exekutor. Er hat hier mit einem herrlichen Kopfball dieses so wichtige zweite Tor für Rapid erzielt. Weber. Wilfurt. Sehr gut gemacht von Wilfurt. Technisch ganz ausgezeichnet. Rentscher. Flanke von Brucic, aber hinter das Tor. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat es eine ähnliche Situation bereits gegeben im Spiel gegen Celtic Glasgow, allerdings auf der anderen Seite dieses Platzes. Da hat auch Panenka geflankt und Leo Leiner ein Tor beim 3:1 von Rapid gegen Celtic Glasgow erzielt. Also dieser Leo Leiner heuer im Europapokal der Cupsieger für Rapid Goldes. Etwas zu steil, dieser Pass von Weber, gedacht für Braunheder. 20 Minuten sind um und kaum zu glauben. Rapid führt mit 2:0. Liegt also nur noch ein Tor im Rückstand gegen Dynamo Dresden. Sehr gefährlich, diese rechte Sturmspitze Kirsten, Ulf Kirsten. Ja, nicht ungefährlich, vor allem immer wieder in der Mitte. Minge mit der Nummer 10, Ralf Minge, aber Rapid hat jetzt auch Kontermöglichkeiten. Wer hätte das gedacht nach 20 Spielminuten, auch schon Konterchancen für Rapid, weil Dresden auch angreifen muss. Brucic. Noch immer Brucic, Schuss von Brucic. Und nicht ungefährlich der Schuss des Jugoslawen Petar Brucic. Im Bild haben sie allerdings Slatko Krajcar. Sehr kopfballstark Ralf Minge, das haben sie auch jetzt wieder gesehen. Berner, der Libero, kommt mit nach vorne, schaltet sich in die Angriffe ein. Dresden hat die enorme Gefahr erkannt. Foul war das an Gerald Wilfurt. Wieder Weber. Gaga, und da wird jetzt Leiner einfach gehalten, einfach umklammert, und zwar von Gütschow, von Thorsten Gütschow, und Freistoß für Rapid. Ähnliche Situation wie vor dem 2:0. Brucic, Weber, jetzt Brauneder, da kommt Panenka, Schuss von Panenka.
Antonín Panenka, beinahe hätte er sein 10. Europapokaltor heute für Rapid erzielt. Bei diesem Elfer. Elfer ging an die Stange. Pilz ist das. Sehr kompromisslos die Verteidigung von Rapid. Von Brauneder für Panenka. Wieder Kirsten. Kirsten. Sehr gut gemacht von Galga. Da kommt Döschner, der Verteidiger, mit nach vorne. Häfner. Noch einmal Häfner. Aber er tut sich in seinem Alter auf diesem schweren Terrain, auf diesem tiefen Terrain schon sehr, sehr schwer. Reinhard Häfner, bereits 33 Jahre alt. Wilfurt, ganz ausgezeichnet, bewegt sich heute auch hervorragend. Brucic, Kranke. Für Kratzer, Riesenchance, Kratzer und das hätte das 3-0 sein müssen. Krenzscher hat versucht, den Tormann zu umspielen. Alle Nachschüsse waren vergeblich. Hier haben wir noch einmal diese Riesenmöglichkeit von Krenzscher. Versucht, den Tormann zu umspielen, dem gelingt eine Fußabwehr. Backhult hat es nicht geschafft und jetzt auch Kranken. Brucic. Weber. Noch immer Brucic. Foul an Brucic, ganz eindeutig. Gespielt sind 27 Minuten. Rapid hatte bereits das 3-0 vor den Beinen. Jetzt Freistoß. Bisschen weit die Distanz für Antonín Panenka. Warten wir ab, was er macht. Rund 23 Meter. Panenka hat versucht zu schießen. Brauneder. Jetzt Gütschow. Gütschow spielt für Kirsten. Da ist Weber. Wieder Wilfurt. Sehr aktiv Brauneder. Es ist Garga, heute mit Bart. Brucic wurde abgedrängt von Reinhard Häfner. Ich glaube, der Schiedsrichter entscheidet auf indirekten Freistoß für Rapid, aber warten wir ab, bis er sich ganz genau deklariert. Jawohl, indirekter Freistoß für Rapid. Leo Leiner gesperrt und es gibt indirekten Freistoß für Rapid. 50 cm innerhalb des Strafraums.
Natürlich eine Angelegenheit für Panenka. Kopfball war von Wilfurt. Backholt, noch immer Backholt. Ganz egal, wie dieses Match ausgeht, Rapid muss man schon für diese erste halbe Stunde loben. Besser kann man eigentlich als 0:3 zurückliegende Mannschaft ein Retourspiel nicht angehen. Völlig eingeschnürt, Dynamo Dresden. Rapid greift mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln an. Halbe Stunde haben wir hinter uns und Rapid führt mit 2:0. Häfner. Einwurf für Rapid. Weber. Jetzt Garga. Dörner. Dörner für Häfner und da ist schon wieder Wilfurt. Weber auf Backholt. Krankl. Fast jede Situation vor dem Tor von Bernd Jakubowski gefährlich. Auch jetzt nach dieser Flanke von Peter Brucic. Offiziell, vielleicht haben Sie es gehört, wird die Zuschauerzahl mit 15.000 angegeben. 20.000 haben hier im Hanapi-Stadion Platz. Also 5.000 haben sich diese erste halbe Stunde hier entgehen lassen. Krank. Wilfurt und Eckball. Bereits der 6. Eckball und noch kein Eckball für Dynamo Dresden. Brucic schießt diesen Eckball. Man gönnt Panenka auf eine Schnaufpause. Da ist er jetzt, Anton Panenka. Abseits, abseits von Grenzschau. Foul an Leiner. Und Freistoß für Rapid. Leiner zeigt dem Schiedsrichter, dass es sich hier um ein absichtliches Foul gehandelt hat. Absichtlich eine über den Knöchel gezogen worden, dem Leo Leiner jetzt. Und Freistoß für Rapid. Weber. Weiter Einwurf von Leiner. Kranke. Wilfurt. Kranke.
auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Ralf Minge von Rapid-Verteidiger Garga. Spiel gehört eindeutig Rapid, gehört dem österreichischen Pokalsieger. Procic, Procic für Leiner, Leiner, Grantscher, Grantscher. Simtek von Kranke schon abgespielt. Panenka wieder für Kranke. Schuss von Kranke und wieder Eckball. Ich glaube, Sie stimmen mir überein. Eine imponierende Leistung von Rapid bisher. Panenka. Procic. Hoffentlich hält Rapid dieses Tempo, diese Bewegung durch auf diesem tiefen Terrain. Wilfurt. Weber. Wieder Brauneder. Garga weit nach vorne auf Leiner. Leiner für Grantscher. Und Tor durch Peter Backholt, das 3:0. 3:0 für Rapid. Ausgeglichen, ausgeglichen. Das 0:3 ist weggemacht. In der 37. Minute. Zweiter Treffer von Backholt in diesem Spiel. Und in der Entstehung dieses Tores, das haben Sie jetzt in Zeitlupe wieder gesehen, da kommt der ganze Kampfgeist, der ganze Einsatz von Rapid in diesem Match ganz deutlich zum Ausdruck. Unglaublicher Einsatz zuerst von Grantscher. Dann Backholt. Und mit letztem Einsatz bringt er den Ball noch ins Tor von Dynamo Dresden. Bravo, Peter Backholt. 3:0. Und die Zuschauer hier im Hanapi-Stadion, sie feiern Rapid mit den Worten Zugabe, Zugabe an. Noch einmal dieses 3:0 durch Peter Backholt. In der Zwischenzeit geht es mit einem Eckball weiter. Eckball, den Kranke schießt. Panenka. Einfach ein Fußballerlebnis bisher, dieses Match in den ersten 40 Minuten. Ein Fußballerlebnis, Rapid gegen Dynamo Dresden. Und das ist Antonin Panenka und ich glaube, es muss jedem leid tun, jedem Fußballfreund leid tun, der dieses Match nicht live miterleben kann. Freistoß für Dresden. Und nützen wir diese Unterbrechung für eine kleine Information. Bleibt es bei diesem 3:0, käme es zu einer Verlängerung und eventuell zu einem Elferschießen. Gewinnt Rapid mit 4 Toren Unterschied, dann ist Rapid in der nächsten Runde. Gewinnt Rapid nur mit 3 Toren Unterschied
und er hält ganz egal, wie viele Gegentreffer, dann ist Dynamo Dresden weiter. Also das Match schießt, so klar der Spielstand hier ist, noch lange nicht im Spiel. Weber. Panning. Mit letztem Einsatz jetzt Hans-Uwe Bild, der Mittelfeldspieler mit der Nummer 8 von Dynamo Dresden. Hat auch schon 10-mal in der Nationalmannschaft der DDR gespielt. Freistoß für Rapid, angezeigt vom Linienrichter. Schiedsrichter und Linienrichter ergänzen einander hervorragend. Freistoß durch Panenka. Ja, dieser Antonin Panenka ergibt der DDR-Abwehr einiges zum Auflösen mit seinen gefühlvollen Bällen aus Standardsituationen. Zu spielen noch ungefähr 3,5 Minuten in der ersten Hälfte. Fast schade, dass dieser Run von Rapid durch eine Pause in 3,5 Minuten unterbrochen werden muss. Kranke, Backholt. Backholt für Brucic. Hat er sich selbst sozusagen in einen Wirbel hineingedreht, dieser Peter Brucic. Panenka auf Backholt, sofort weitergespielt für Greintscher, aber schon abgepfiffen und gelbe Karte für Döschner. Gelb für Döschner, damit ist Döschner, sollte Dynamo Dresden ins Semifinale kommen, dort einmal nicht spielberechtigt, denn er hatte bereits eine gelbe Karte. Panenka und mit den Händen einfach niedergestoßen, Antonin Panenka, und zwar von Jörg Stübner, dem jungen Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden. Panenka, Brucic, Brauneder. Muss natürlich Freistoß für Rapid geben. Ich glaube, indirekten Freistoß. Aber direkt aufs Tor schießen, das kann nicht einmal, glaube ich, Panenka aus dieser Distanz. Panenka. Brucic. Wurde auf Abseits entschieden und deshalb Freistoß. 3:0. Schaut ausgezeichnet aus für Rapid. Insgesamt aber 3:3. Und zu spielen noch eine Minute in der ersten Hälfte.
Weber zurück zu Thormann Frank. Schiedsrichter hat abgewartet, ob Vorteil für Rapid entsteht und deshalb so spät gepfiffen. Foul von Heribert Weber und das gibt für Weber auch die gelbe Karte. Und das ist für Weber ebenso bitter wie zuerst für Döschner, denn auch Weber hat bereits eine gelbe Karte. Rapid müsste im ersten Semifinalspiel des Europapokals auf Heribert Weber verzichten. Es ist unfair, heute einen Spieler bei Rapid hervorzuheben, aber Heribert Weber gehört bestimmt mit zu den überragenden Spielern von Rapid. Auf Freistoß für Rapid entschieden. Zuschauer glauben schon, den Halbzeitpfiff gehört zu haben. Es kann auch nur noch wenige Sekunden dauern, bis der französische Schiedsrichter hier das Pausenzeichen gibt. Und da ist es. Alain Delmer pfeift die erste Spielhälfte ab. Rapid hat das 0:3 von Dresden mit einer überragenden ersten Spielhälfte weggemacht. In wenigen Sekunden beginnt hier die zweite Spielhälfte zwischen Rapid und Dynamo Dresden. Und die Frage lautet, hat Dynamo Dresden diesen Schock der ersten Hälfte in den 10 Minuten Pause wegstecken können? Die Mannschaft war vor der Pause einfach groggy. Und die zweite Frage, kann Rapid im gleichen Elan hier weitermachen? Anpfiff zur zweiten Hälfte, beide Mannschaften unverändert. Und wer bisher beide Matches gesehen hat, jenes in Dresden und das heute hier vor 15.000 Zuschauern im Gerhard-Hanapi-Stadion in Hütteldorf, der muss Rapid bescheinigen, dass Rapid in Dresden nie so unterlegen war, wie heute Dresden in den ersten 45 Minuten gegen Rapid. Es gibt Hoffnung, dass Rapid auch in der zweiten Hälfte alles klar machen kann für das Semifinale. Jetzt aber Freistoß für Dresden und zwar Freistoß durch Häfner. Rapid Abwehrmauer muss zurückweichen. Jetzt Häfner wird abgewehrt von Wilfurt. Weber. Brucic, ein enormes Arbeitspensum vor der Pause, Peter Brucic. Aber wie gesagt, jedes Einzellob ist bisher ungerecht. Man muss der Rapid-Mannschaft bisher ein Pauschallob zollen für die Leistung in den ersten 45 Minuten. Zwei Spieler von Dynamo Dresden wärmen auf. Das zeigt, dass der Trainer von Dynamo Dresden nicht ganz zufrieden ist, kann er auch nicht sein. Hier sehen Sie Otto Baric unter den Zuschauern. Er ist ja nach wie vor gesperrt, darf seine Mannschaft nicht von der Bank aus coachen. Dort sitzt sein Assistent Willi Keipel. Ich habe mit Baric in der Pause gesprochen und kann Ihnen sagen, er ist von der Klasseleistung seiner Mannschaft begeistert. Er meint, es wäre schade, wenn man mit dieser Leistung oder nach einer solchen Leistung das Semifinale im Europapokal verfehlen sollte. Er traut seiner Mannschaft noch zwei Treffer nach Seitenwechsel zu und sagt, mehr als ein Gegentor erhalten wir in keinem Fall. Und diese zwei Treffer, die müssten dann reichen. Freistoß, und zwar indirekter Freistoß für Dynamo Dresden.
Hoffentlich hat diese erste Hälfte, haben diese furiosen Minuten von Rapid der Mannschaft nicht zu viel Kraft gekostet. Glück gehabt bei diesem Schuss von Matthias Döschner. Glück gehabt. Aber Glück gehört einfach dazu, wenn man eine so schwierige Aufgabe lösen muss, wie ein 0:3 Aufruf. Feuerer. Einige Unsicherheiten heute bei Herbert Feuer. Dörner, jetzt Wilfuhr, Kranke. Wie knapp es hier noch zugeht, geht schon allein aus der Spekulation hervor. Schießt Rapid das 4:0, dann darf Rapid keinen Gegentreffer erhalten. Wilfuhr und knapp am Tor. Gefällt mir heute ganz ausgezeichnet, dieser Gerald Wilfuhr. Heute zeigt er nicht nur mit diesem Schuss, sondern auch mit sehr viel Bewegung, welch Talent er im österreichischen Fußball ist. Und nach wie vor Zugaberufe der Zuschauer. Wieder Weber. Brucic. Grantscher. Super gemacht, super gemacht. Kranke. Und Freistoß für Dynamo Dresden. Weber für Grantscher. Angezeigt wurde ein Foul vom Linienrichter und damit Freistoß für Rapid. Alain Delmer aus Frankreich, bisher ein ganz ausgezeichneter Spieler. Panenka. Hans Kranke, er hätte das 1:0 erzielt, hätte der Schiedsrichter nicht eine Elfmeterentscheidung, eine allerdings mehr als umstrittene Elfmeterentscheidung vorgezogen. Und wieder Foul an Kranke. Und noch einmal aus ähnlicher Situation jetzt ein Freistoß. Und wieder legt sich Panenka den Ball auf. Abstoß vom Tore von Dynamo Dresden. Man kann von Rapid nicht verlangen, dass sie jenes enorme, jenes höllische Tempo der ersten Hälfte auf 90 Minuten erstrecken. Die zweite Hälfte wurde etwas sachter begonnen, als die erste Hälfte gespielt wurde.
Einsatz stimmt. Das hat man jetzt wieder gesehen von Brauneder gegen Kirsten. Ja, und jetzt ein Wechsel bei der DDR. Lippmann kommt ins Spiel, und zwar anstelle von Gütschow. Lippmann, ein Angreifer. Das Spiel ist noch unterbrochen. Einwurf jetzt durch Trautmann. Nach diesem Einwurf hat man auch gesehen, dass Dynamo Dresden etwas konfus ist. Die Mannschaft ist ganz eindeutig irritiert. Garga, jetzt auf Brucic, Brucic für Panenka. Der 36-jährige Antonin Panenka zeigt, dass er heute für Rapid noch enorm viel wert ist. Brauneder, aber diese Flanke geht hinter das Tor. Das ist Brauneder hier im Bild. Panenka ist ein enorm schlauer Spieler, ist von keinem DDR-Spieler in den Griff zu bekommen, entzieht sich unerhört geschickt der Deckung. 10 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt, am Spielstand von 3:0 hat sich nichts geändert. Wieder Kirsten. Und brav ausgeholfen von Peter Backhult, dem zweifachen Torschützen von Rapid. Das war der Einsatz von Peter Frucic. Jetzt Kranke. Auch gut. Pass war zu weich. Und noch einmal Krantscher, jetzt Brauneder. Gut gespielt für Leiner, Spiel verlagert. Leo Leiner war bisher ein Schlüsselspieler für Rapid in diesem Match. Und der Austausch von Thorsten Gütschow beweist auch, dass Leo Leiner enormen Druck für Rapid gemacht hat. Gütschow eigentlich die Sturmspitze, die von Leiner zu decken wäre. Dieser Sturmspitze ist es nicht gelungen, den Offensivdrang des Rapid-Verteidigers zu bremsen, und wahrscheinlich auch deshalb der Tausch gegenüber Lippmann. Weber. Handspiel von Brucic hat der Schiedsrichter nicht gesehen, das Foul hat er gesehen, und deshalb Freistoß für Rapid. Bliebe es bei diesem Spielstand, dann gäbe es vorerst einmal ein Nachspiel. Panenka. Krentscher, Schögemann für Leiner, Leiner von Lippmann verfolgt. Und was ich angedeutet habe, dieser Lippmann ist ins Spiel genommen worden, um den Offensivdrang von Leo Leiner, den sie groß im Bild hatten, zu bremsen. Flanke von Pilz, und da ist Fall. Wilfurt.
Flanke von Wilfurt, aber hinter das Tor. Insgesamt erst 25 Mal ist es im Europapokal gelungen, einen 0:3 Rückstand, einen Rückstand von 3 Toren aufzuholen. Und Rapid ist drauf und dran, es das 26. Mal zu schaffen. Noch nie hat eine österreichische Mannschaft ein derartiges Handicap-Rennen für sich entschieden. Freistoß durch Panik. Das ist Größe, er wärmt auf. Brucic. Immer wieder Peter Brucic. Beinahe wäre dieser Rückpass noch verlängert worden. Und wer, glauben Sie, wäre wieder zur Stelle gewesen? Hier haben Sie ihn kurz gehabt. Peter Backl. Zweifacher Torschütze bisher. Und Weber. Ganz schwieriges Amt hat heute Heribert Weber. Er muss seine ganze Kraft und Konzentration der Offensive widmen. Auf Freistoß entschieden nach diesem Foul von Kirsten an seinem Bewacher Brauneder. Brauneder, der ja nicht im Teamkader von Branko Elsner für das Spiel gegen die Sowjetunion aufscheint, obwohl er zuletzt in der Weltmeisterschaftsqualifikation gegen Holland als Außendecker brilliert hat, wie übrigens auch heute hier gegen Dynamo Dresden. Foul, und das ist eine gute Distanz für Antonín Panenka. Das ist, man muss es sagen, seine Lieblingsdistanz. Und die Zuschauer wissen das bereits. Antonín Sprechchöre. Sehr gefühlvoll legt er sich diesen Ball hier auf. Antonín Panenka. Panenka läuft an und von der Abwehrmauer ist der Ball, der wieder gut angemessen war, in den Corner gegangen zum 10. Eckball für Rapid. Hier noch einmal. Panenka trifft Häfner am Kopf und da hat trotzdem nicht viel gefehlt. Schießt auch schon wieder den Eckball. Aber da hat er zu viel gewollt jetzt. Zu knapp gezirkelt diesen Eckball und er ging ins Außennetz. Bernd Jakubowski will Zeit gewinnen und das wollen auch die übrigen Spieler der Mannschaft aus der DDR. Einer ist am Boden, scheint eine Verletzung abbekommen zu haben, aber man muss die Disziplin der Mannschaft aus Dresden hier loben. So schnell ein 0:3 zu verspielen, wie es Dresden heute passiert ist, und trotzdem die Nerven behalten, das verdient die Achtung aller Sportfreunde.
Hans-Uwe Pilz kann weiterspielen. Ball war bereits im Seitenout und Einwurf für Dynamo Dresden. War wieder sehr gefährlich und Bild, der Mann, der zuerst verletzt war, der war jetzt sehr nahe einem Torerfolg. 2:10 steht es in Eckbällen, 10:2 also für Rapid. Da wurde Feuerer gestoßen. Flanke von Kirsten. Der Befreiungsstoß war von Antonin Panenka. Wieder Kirsten, rechte Sturmspitze. Foul von Krantscher an Kirsten. Wie schaut es mit der Zeit aus? Noch 25 Minuten zu spielen. Nach wie vor Spielstand 3:0 für Rapid hier und insgesamt 3:3 und das Versuch von Häfner. Dörner, abgeblockt von Brucic. Sonderapplaus, der verdiente Sonderapplaus für Peter Brucic. Foul von Weber wird hier entschieden, und zwar an Lippmann. Fast alle Freistöße werden entweder von Dörner oder von Häfner geschossen. Jetzt von Dörner, Abwehr von Weber, Vucic. Ja, das gibt Freistoß für Rapid, ganz klar. Das Spiel ist unterbrochen. Weber, gut abgespielt für Brucic war das wieder. Wieder Weber. Foul, klares Foul, und zwar von der Nummer 5 der DDR, von dem bereits mit einer gelben Karte versehenen Matthias Döschner. Ja, und wieder nimmt Antonin Panenka den Ball in die Hand, legt sich ihn gefühlvoll hin. Hier haben sie Jakubowski. Panenka läuft an. Und an die Querlatte. Und der Tormann hatte seine Hand nicht im Spiel. Nein, Abstoß vom Tore von Jakubowski. Noch einmal. Man sieht genau die Drehung, die dieser Ball hat. Die Fetten, wie man im Fußball sagt. Die Fälschung, die Antonin Panenka diesem Ball mitgegeben hat.
Leiner, jetzt für Granča. Und Freistoß oder Einwurf für die Mannschaft von Dynamo Dresden? Einwurf. Garga. Da ist Brauneder. Noch immer Brauneder. Foul und Elfmeter! Foul an Brauneder und Elfmeter für Rapid. Klares Foul an Brauneder. Gibt es überhaupt keinen Zweifel an der Richtigkeit dieser Entscheidung? Und Sie haben gesehen, wie freudig eigentlich dieser Brauneder jetzt aufgesprungen ist. Der Schmerz ist verflogen, es gibt Elfmeter. Elfmeter nach diesem Foul von Schuster an Brauneder. Macht es noch einmal Antonin Panenka oder überlässt der Kranke die Exekution? Wir werden sehen. Nein, da ist Panenka. Panenka läuft an und Tor! Tor für Rapid! 4:0 und ist das eine Freude! Ist das eine Freude! 4:0! Erstmals ist Rapid zumindest einmal vorübergehend im Semifinale des Europapokals der Cupsieger. Rapid führt gegen Dynamo Dresden mit 4:0. Torschütze Antonin Panenka in der 70. Minute. Noch einmal, Panenka. Ja, Jakubowski hatte die Hand dort. 4:0. Aber zügeln wir unsere Freude über diese famose Leistung von Rapid noch ein wenig. Ein Gegentor und alle Mühe wäre vergebens. 20 Minuten nicht ganz, 19 Minuten jetzt noch. Panenka. Dynamo Dresden hat noch eine Chance. Ein Tor und Dresden ist wieder im Semifinale. Das ist diese Auswärtstorregel im Europapokal, die offensives Spiel forcieren und belohnen soll. Abseitsstellung von Granča und Freistoß für Dynamo Dresden. Dynamo Dresden stand noch nie in einem Semifinale eines europäischen Fußballbewerbes. Rapid hat das schon einmal geschafft. Zwar war das 1961. Aber für all diese bilanzierenden Bemerkungen haben wir noch Zeit. Warten wir ab, was da in diesen letzten 18 Minuten noch passiert. Krank. Kranke, wunderbar gespielt. Wunderbar gespielt auf Wilfurt. Wilfurt ganz allein. Wilfurt. Noch immer Wilfurt. Und abgewehrt von Döschner. Aber Wilfurt weiß, dass er das nicht optimal gelöst hat jetzt. Eckball durch Panenka. Da kommt Weber an den Ball. Ja, diese Fehlschüsse machen nichts mehr. Sie verschaffen Luft. Sie bringen Zeit. Publikum natürlich von Rapid begeistert.
geht unerhört mit. Nicht abspielen. Ganze ist abseits. Panenka wusste es und hat lange gewartet. Hat lange gewartet. Dann ist ihm allerdings nichts anderes übergeblieben. Kein Abseits. Jetzt kein Abseits. In der Mitte läuft Backhut mit. Kranke. Ganz frei Backhut. Kranke. Kranke. Er ist abgedrängt und bringt den Ball nicht mehr zur Mitte. Bringt ihn nicht mehr zu Peter Backhut. Berner hat zur Ecke abgewehrt und jetzt der 12. Eckball für Rapid gegenüber nur 2 Ecken von Dynamo Dresden. Na gut, es ist natürlich auch leicht heute hier Publikum zu sein. Bei einem solchen Galaspiel ist es leicht, Freund der eigenen Mannschaft. Weber und da waren 2 Rapidler im Abseits, ohne es richtig mitbekommen zu haben, nämlich Kranke und Baku. Schon abgepfiffen und Freistoß für Dynamo Dresden. Sie sehen hinter der Barriere Schneemassen. Das Spielfeld war abgedeckt und zwar durch eine Plastikplane. Deshalb auch der relativ gute Zustand, trotz des Schlechtwetters der letzten Tage. Langsam wird die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht. Ballegard den Ball verloren und auf Abstoß entschieden. Und jetzt werden Sie sehen, jetzt wird die Rapid-Viertelstunde gleich vehement eingeklatscht, denn jetzt ist Rapid in Ballbesitz. Das ist der treueste Anhang von Rapid. Fünfzehn Minuten noch. Im Augenblick Rapid im Semifinale, aber da ist wieder Kirsten für mich der stärkste Angreifer von Dynamo Dresden und Panenka. Panenka. Unglaublich, was ein 36-Jähriger noch an Laufarbeit leisten kann und dass er Fußball spielen kann, das wissen wir. Für Backhult gespielt. Noch immer Peter Backhult, Solo von Backhult, Solo von Backhult. Wilfried, auch einer der Marschierer heute bei Rapid. Kranke, Kranke, und da springt in der Ball. Weinhofer und Gröss wärmen auf, aber es ist kaum zu vertreten, hier jetzt einen Tausch vorzunehmen in einer Mannschaft, die derart harmoniert. Vielleicht kommt es noch etwas später zu einem taktischen Austauschmanöver, um Zeit zu gewinnen. Feierer. Backhult, Kopfball. Und Freistoß für Rapid. Foul war das von Kirsten an Braunier. Das ist Karl Brauner. Wenn man seine heutige Leistung beurteilt, dann gehört er ganz einfach in den Teamkader für die Sowjetunion und auch in den Teamkader für die Weltmeisterschaftsqualifikation. Kopfball von Kranke und Abstoß vom Tore von Dynamo Dresden. Und Kranke hat sich den Kranke, Schuss von Kranke und Tor! 5:0, Solo-Leistung von Hans Kranke, 5:0 und er ist außer Rand und Band. 5:0, das hat er sehr geschickt gemacht. 5:0, jetzt kriegt Kranke die gelbe Karte, jawohl, er kriegt die gelbe Karte wegen Verlassen des Spielfeldes.
Der grenzenlose Jubel wird hier mit einer gelben Karte geahndet. Hans Kranke hat noch keine und kann im Semifinale spielen. Eine Regel, die den Jubel etwas unterbinden soll. Hier noch einmal, dieses Solo von Hans Kranke. Hat gesehen, dass der Tormann weit heraußen war. Ist der Tormann Jakubowski? Hans Kranke hat ganz genau und damit in der 78. Minute das 5:0. Und jetzt können wir uns langsam aber sicher anfreunden mit einer österreichischen Mannschaft in einem Semifinale des europäischen Fußballbewerbs, mit Rapid im Semifinale des Europapokals, der Cupsieger. Jetzt wieder eine gelbe Karte für einen Spieler der Mannschaft von Dynamo Dresden. Schiedsrichter notiert sich noch den Spieler. Ist uns eigentlich im Augenblick egal, welcher Mannschaftsspieler von Dresden diese gelbe Karte bekommen hat. Feurer. Aber Rapid kann sich ab sofort ein Verlusttor erlauben. 5:1 würde reichen. Foul an Reinscher. Trotzdem nach wie vor enorm diszipliniert diese Mannschaft von Dynamo Dresden. Man muss sich nur in ihre Lage versetzen. Man muss nachfühlen, was diese Mannschaft heute hier verloren hat. Für sie wäre es die erste Teilnahme an einem Semifinale gewesen. So nahe war das schon nach dem 3:0 in Dresden. Und jetzt 0:5, fast aussichtslos zurück. Franke von Wilfurt. Vucic, und er kann noch immer antreten. Nach 80 Minuten toller Laufarbeit ist dieser Petar Vucic noch immer zu 20 und 30 Meter Sprints in der Wand. Ein Austausch kommt jetzt noch bei Dynamo Dresden, und zwar wird Losert ins Spiel genommen. Mit der Nummer 14 wartet er auf seinen Einsatz, wartet er auf eine Spielunterbrechung. Und er wird anstelle von Bilz ins Spiel kommen. Schiedsrichter sieht nicht, dass der Linienrichter diesen Tausch anzeigt. Steht mit dem Rücken zum Linienrichter und lässt deshalb weiterspielen. Panenka. Schuss von Panenka und Jakubowski. Brauneder für Ganscha und Ganscha ist abseits. Foul von Weber. Nur keine gelbe Karte, weil das wäre Ausschluss. Noch 7,5 Minuten, der Schiedsrichter blickt jetzt auf die Uhr. Heißt, er wird einrechnen lassen. Jetzt dieser von mir schon zuerst angekündigte Austausch, Losert im Spiel. Losert im Spiel anstelle von Pilz. Freistoß. Nicht ungefährlich, dieser Freistoß von Hans-Jürgen Dörner, dem 34-jährigen Sportlehrer, der insgesamt 98 Mal im Team der DDR gestanden ist. Hier noch einmal. Ein absoluter Klasse-Fußballer. Man nannte ihn ja den Beckenbauer der DDR. Hans-Jürgen Dörner.
Man muss sagen, dass der Aufstieg von Rapid verdient ist, denn man muss beide Spiele zusammen sehen. Jetzt noch eine gelbe Karte. Und ich glaube, sie war für Winfurt. Und das ist völlig belanglos, denn Winfurt hat bisher noch eine reine Weste. Immer wieder Dörner, immer wieder Dörner, der 34-jährige Wilfurt, Backhult, Krantscher, für Kranke und Abseits. Noch 6 Minuten. Alles, was jetzt nicht passieren darf, sind 2 Tore für Dynamo Dresden. Und dieser Otto Baric, der heute unter den Zuschauern sitzen muss, strafweise dort sitzen muss, hat schon ein richtiges Gespür, denn in der Pause hat er gesagt, 2 Tore schießen wir auf jeden Fall und Kranke vielleicht noch ein drittes. Auf der Linie abgewehrt, auf der Linie abgewehrt, jetzt von Frank Schuster, nach diesem Solo von Kranke. Tormann Jakubowski war schon geschlagen, noch einmal, Kranke dreht den Verteidiger ein, und zwar dreht Dörner ein, schießt, und da die Abwehr von Schuster für den geschlagenen Jakubowski. Eckball für Rapid. Noch 4,5 Minuten. Panenka. Und wieder Glück für Jakubowski. Brauneder war jetzt vor dem Tormann von Dynamo Dresden. Leiner. Mitverantwortlich, dass der Rückstand von 0:3 bereits nach 45 Minuten aufgeholt war. Das ist Leo Leiner. Freistoß wieder durch Panenka. Brucic. Schuss von Brucic und wieder Eck. Noch 3 Minuten. 3 Minuten, und in 3 Minuten dürfen keine 2 Tore von Dynamo Dresden fallen. Dann ist Rapid im Semifinale. Und die besseren Chancen hat auch im Finish jetzt Rapid. Noch einmal Kranke nach einem Abwehrfehler. Schuss von Kranke und Jakubowski. Panenka. Unerhört wichtig auch diese Leistung von Rapid für die nächsten schweren Aufgaben des österreichischen Fußballs in der Weltmeisterschaftsqualifikation. So ein Spiel gibt Auftrieb für den gesamten Fußball. So ein Spiel, wie es Rapid heute hier im Hanapi-Stadion vor 15.000 Zuschauern gezeigt hat. Noch einmal Dresden und ein Foul, jawohl, Foul an Stübner von Wilfurt. Und noch 2,5 Minuten bis zur Vollendung der 90. Spielminute. Feierer hatte etwas Glück in der ersten Hälfte. Dynamo Dresden kämpft bis zum Schluss.
Rapid führt. Rapid führt 5:0 und ist, das kann man jetzt mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, durch Tore von Bakult 2, Panenka, Leiner und Kranke im Semifinale des Europapokals der Cupsieger. Zum ersten Mal seit 1961, damals scheiterte Rapid im Semifinale an Benfica Lissabon. Leo Leiner, die Großaufnahme hat er sich verdient mit seiner Prachtleistung in der ersten Spielminute. Unerhörte Stimmung hier im Gerhard-Hanapi-Stadion. Die Zuschauer wurden Zeugen heute eines kleinen Fußballwunders, um es weniger pathetisch zu sagen. Sie wurden Zeugen einer Weltklasseleistung von Rapid. Krank. Gesamtscore ist 5:3 für Rapid. Und Antonin Panenka unterhält sich schon am Spielfeldrand mit Trainer Keitel. Noch einmal ein Angriff von Rapid. Und noch einmal über Leiner. Kopfball war von Bakult, aber er hat schon zwei Tore. Nein, von Wilfried. Nein, er war schon von, wir haben nur den Bakult zu spät jetzt ins Bild bekommen. Es war Bakult, hier haben sie Bakult jetzt. Nicht Wilfried, sondern Bakult hat da noch einmal geköpfelt. 90 Spielminuten sind nach meiner Matchuhr um. Noch einmal Freistoß für Dynamo Dresden. Rapid hat sich diesen Aufstieg verdient, denn Rapid war heute Dynamo Dresden in allen Belangen überlegen, hat eine größere Überlegenheit ausgespielt als Dresden in Dresden. Und hier der Schlusspfiff, das Fußballwunder von Hütteldorf ist Gewissheit, Rapid hat es vollbracht. Geschrieben ist Ihr erster Kommentar nach diesem Match. Ich möchte erstmal der Rapid-Mannschaft gratulieren, dass sie weitergekommen sind. Ich habe immer gesagt, es ist erst Halbzeit nach dem ersten Spiel. Und ich glaube, wir haben hier zu viele Fehler gemacht, wir hatten hier zu viel Angst. Deswegen können wir nicht bestehen. Danke vielmals und herzliche Gratulation zu dieser wirklich sportlich fairen Leistung, die Dynamo Dresden heute hier gebracht hat. Danke vielmals. So, jetzt schauen wir, ob wir in diesem Jubel einige Rapid-Spieler zu unserem Mikrofon bringen. Hier haben wir schon Peter Bakult, den zweifachen Torschützen, kurz gesehen nur Herbert Weber. Ich glaube, man ist sprachlos. Ich glaube, das ist noch schöner als in Manchester, weil wir zu Hause gespielt haben heute. Und wir können es noch gar nicht fassen. Ein kleines Fußballwunder ist da heute passiert. Ich glaube, es hat noch nie so eine gute Rapid gegeben wie heute. Wir haben uns gegenüber Manchester noch gesteigert. Und wie war diese Steigerung eigentlich möglich? Hat man daran geglaubt, hat man an die eigene Chance geglaubt und sich daran aufgerichtet? Oder wie ist das eigentlich möglich? Ja, geglaubt haben wir schon, aber so sicher war sich keiner mehr, dass wir es schaffen.
Wir haben auf uns gerade wohl losgespielt und es ist uns gelungen. Bravo und herzliche Gratulation. Anton im Banning, glaube ich, kurz gesehen, er ist noch eingekreist, aber bei mir Peter Backholt. Peter Backholt, 2 Tore und ein 0:3 aufgeholt. Nein, muss sagen, das ist phänomenal, was er bis heute hier geleistet hat. Das war von Anfang bis zur letzten Minute volle Maschine. Und ich bin überglücklich, weil das kann man nur beschreiben mit 8. Welthunder oder was, dass man 13-0 hier aufholt. Gegen so eine starke Mannschaft, muss man sagen. Wie kann denn eine so unterschiedliche Leistung möglich sein? In Dresden untergehen und 14 Tage später das Spiel umdrehen. Man kann es einfach. In Dresden hatten wir 13-0 verloren, waren sehr schwach. Und heute gab es nur mehr eines, alles oder nichts. Und Gott sei Dank ist das erste aufgegangen, alles. Ist Sie der glücklichste Moment im Fußball bisher überhaupt? Ja, sicher, sicher. Das ist der glücklichste Augenblick, weil das ist mehr als das Tor von Celtic. Denn ein 13-0 auf und das ist unfassbar. Der Peter Backholt hat in Dresden schlecht gespielt, ist hart kritisiert worden. Heute war er wieder Matchwinner. Ich möchte nicht sagen Matchwinner. Matchwinner waren alle 11 Spieler, die gespielt haben. Aber nur weil es so in Dresden sind wir Spitzen und auch in der Meisterschaft derzeit sang- und klanglos untergegangen, aber heute haben wieder die Spitzen gezeigt, wie giftig das hier sein können. Hans Kranke, eine lange Karriere, aber ich glaube, es gab wenige so schöne Momente wie diesen Augenblick jetzt. Ja, das stimmt. Ich bin ganz, ganz einfach nur nicht fassen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Vergleichbar mit irgendeinem anderen Erlebnis in Ihrer so langen und so erfolgreichen Fußballkarriere? Ja, vergleichbar sicher mit Manchester. Und für mich noch schöner, dass ich endlich einmal dabei war. In Manchester konnte ich nichts dazu tun. Heute war ich dabei. Ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber es ist... Wie sind Sie mit Barcelona zum Beispiel Europapokalsieger geworden? Vielleicht schaffen wir das mit Rapid auch, dann sind wir gleich. Ansonsten haben wir eingekriegt, das ist ein Wahnsinn. Das Publikum auch vielleicht, das Publikum. Ich weiß nicht. Alles war das Publikum, die Mannschaft hat gespielt. So was habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt, wie unsere Mannschaft, die Spieler, wo wir die Kraft hergenommen haben. Die Tore, das ist ein Wahnsinn. Über 12 Jahre spielen Sie jetzt schon bei Rapid. Hat es eine bessere Rapid-Mannschaft schon gegeben? Na, jetzt momentan ist sicher die beste, wo ich gespielt habe. Und bei mir ist es seltsam. Je älter ich werde, desto besser. Das ist wieder Wein, das ist ein Wahnsinn. Herzliche Gratulation. In diesem Jubel hier im Hallerby-Stadion darf man einen Mann nicht vergessen, Otto Baric. Er hat den Grundstein zu diesem kleinen Fußballwunder gelegt. Ja, ich bin heute sehr glücklich und stolz, dass bin ich Trainer von dieser Mannschaft, weil wir haben heute 90 Minuten so ein Tempo gespielt, das habe ich auch, ich bin sehr ehrlich, nie geglaubt. Und wir haben eine sehr gute Mannschaft, praktisch ausgespielt und waren auch konditionell stärker. Und das ist für mich wirklich ein Bestätigung für unsere Arbeit und ich bin glücklich, dass das war so ein Tag. Hans Kranke hat gerade gesagt, er weiß nicht, woher die Mannschaft diese Kraft genommen hat, vielleicht vom Training? Wissen Sie, wir trainieren gut, aber in diesem Moment Mannschaft kann mehr und jetzt sieht man, wie enorm hat wie ist Moral und überhaupt Motiv in unserer Mannschaft. Mir tut nur leid, dass heute das ist morgen nicht Kader für Österreich, weil ich glaube, hier wären mehrere Spieler für diese österreichische Nationalmannschaft. Das habe ich auch schon in meiner Direktübertragung bemerkt. Einige Rapidler haben heute wirklich eine teamreife Leistung geboten. Aber ich glaube, es wäre unfair, heute einen Spieler herauszuziehen. Ja, ich will auch nicht sagen, das war ein Mannschaft, Teamwork und wir haben wirklich so gut gespielt und ich bin glücklich. Wann haben Sie konkret begonnen, an dieses kleine Fußballwunder zu glauben? Ja. Erstens muss ich ganz offen sagen, ich habe gewusst, dass wir werden heute gewinnen, aber nicht so hoch. Und wenn war 3-0, dann wusste ich, dass diese Dresden-Mannschaft kann uns nicht halten. Herzliche Gratulation. Dürfen Sie jetzt schon in die Kabine? Nein, aber hier sind so viele, das kann ich nicht so leicht dort kommen. Aber die Spieler werden Sie heute noch sehen.